So, guten Tag. Moin Leute. Und ich hab die Schnauze voll. Ich möchte aus dem Gefängnis ausbrechen. Ich möchte jetzt nicht mehr gezwungen werden, blöde Let's Plays mit meinem Insassen-Mate hier zu machen. Ja, mit meinem Zimmergenossen im Gefängnis, sondern hey, ich möchte raus. Deswegen spielen wir The Escapists. Wir spielen die Escapists, ja. Ein Alpha-Game. Ein Alpha ist Early Access bei Steam und wir gucken schon mal rein. Genau, Alpha Access. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einiges an Bugs sehen und es ist nicht genauso, wie ihr das erwarten könnt, wenn das Spiel dann wirklich rauskommt. Richtig, es können noch einige Änderungen erfolgen und wir testen es einfach mal an, machen vielleicht sogar ein richtiges Let's Play draus. Ja. Und werden uns durch den Progress des Spiels kämpfen. So, genau. Machen wir mal ein New Game, würde ich sagen. Ja, und ich fange mal erstmal mit meinem ersten Versuch an. Ja, du spielst diesmal. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir den Oldtimer? Nee, nicht den Oldtimer. Nehmen wir den Schnuller. Billy Goat mit den blauen Haaren? Nee. Oder Frosef? Oder oh, der sieht lustig aus. Tango? Tango. Ja, wir müssen den anders nennen. Wie nennen wir den? Srock. Johnny. Srock. Johnny. Das geht aber nicht. Ja, ist doof. Dann nehmen wir von deinem scheiß Namen was weg. Was? Hey. Srock. Srock. Johnny. Na super. Dann haben wir das Wichtige. Ja, genau. Dein Y. Nein, okay. Komm mal hier. Wir machen erstmal... Wir nennen den anders. Und wir nennen den... Bob. Nee, Smitty. Smitty. Smitty, okay. Smitty, weißt du, das ist auch so ein Gefängnisname. Ja, das stimmt. Select a Prison, haben wir nur eins. Haben wir noch eins bisher, na gut. Force Peak Correctional. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Early Access generell nur eins ist oder ob man das jetzt noch freischalten kann schon. Na gut, machen wir mal, Thomas. Wir gucken mal. Ja, aha. Dear Smitty, welcome to the prison. Forced Peak Correctional is a brand new state-of-the-art facility designed with your discomfort in mind. All our staff are highly trained to make sure you stay here. Is it truly unpleasant? Ah, das gefällt mir schon. Ja. You've got a long sentence ahead, so make yourself at home. And don't even think about escaping. Natürlich nicht. Und der Warden heißt Jim Sterling, schön. Und hat eine Unterschrift wie ein Schmetterling. Das wollte ich gerade sagen, verdammt nochmal. Ja, siehst du mal. Das ist wirklich ein fucking Schmetterling. Nicht schlecht. Ja, sie ist Discard. Bin ich nicht der Einzige. Da. Discard. Wie wir sehen, Grafik, wir sehen es. Das ist halt ziemlich lazy und Pokémon One-Style. Also, ja. Pixel Art und. Ich habe ja nichts dagegen, aber ist schon ein bisschen lazy. Guck mal, wir sind. Wir müssen uns beeilen, los. Go. Okay, also wir haben unseren Alltag im Gefängnis. Müssen uns jetzt aufstellen. Okay. Line up, you maggots. Neben Markus und Matthew. Mick and Lee. Wir hatten eben die Steuerung gesehen. Also viel war das jetzt nicht. Bewegen, irgendwas angreifen und klicken halt. Okay, guck mal hier, die beiden haben, glaube ich, eine Quest für uns, siehst du? Ja, das kann sein. Vielleicht müssen wir jemanden abstechen. Ich meine, soll ich ja niemals tun. Nee, natürlich nicht. Oh, guck mal hier, Workout. Cool. Da können wir uns trainieren. Okay, let's follow the masses. Oh, wir kriegen Essen. Essen, ja, das ist super. Aber wir müssen uns Essen holen, ne? Oh, stimmt. Get down from the Smitty. Okay, ich glaube, du musst es einfach mal... Food Tray. Anklicken. Da ist Essen, da. Ja, cool. Setz uns hin und essen. Komm, wir setzen uns gegen die Oldschool. Wie essen wir jetzt? Rechte Maustaste? Irgendwas? Ne, wir sitzen da jetzt mit dem Essen. Keep on walking, sagt er. Klick mal die anderen an. Keine mit busy. Den, genau. I used to own my own, was? Na egal. Keine Ahnung. Company oder so. Okay. Okay, wir haben gegessen scheinbar. Warte mal, ich will mit Pierre reden. Pierre hat ein Business. Pierre. Aha. Find me a baton and I'll make it worth it. Was nur für $22 muss ich den Gas hier so einen Beton klauen. Okay, da sind auch Kameras. Können wir auch auf Toilette gehen? Who snitched on him? Was hat... Guck mal! Ja, okay. Man kann die Sachen weg tun. Ja, cool. Aber noch Jobquote, oh shit, wir haben einen Job. Laundry Work. Oh fuck. Laundry. Okay, ja, wo müssen, ist die Wäscherei? Ja, scheinbar dem Ding folgen. Ich würde sagen, hier unten. Irgendwo. Smitty, go to work. Guck mal, geil. Da. Cool.
Okay, jetzt. Nee. Dirty Laundry, ja. Into the washing machine. Haben wir es schon? Oh! Aha. Das sollten wir lassen. If you fail the job, Clotter, you will lose the job. Ah ja, okay. Ah, guck mal hier, hier können wir so ein Guard-Outfit nehmen und dann können wir uns verkleiden, verdammt nochmal. Eigentlich schon. Warte Dirty mal. Guard-Outfit. Ah, da, ist fertig. Profile? Outfit. Ah, aber wasch das erstmal. Wahrscheinlich musst du es erst waschen. Geil. Wenn die blinken, sind es wahrscheinlich fertig. Warte, dein Inventar ist voll. Ja, super. Achso. Ja, das gibt, ergibt natürlich Sinn. Hm, was ist jetzt wieder los? Hm. Ups. Das war natürlich doof, ne? Irgendwie ja. Ich würde das gerne wieder droppen. Hilfe. Oh, fuck. Crafting. Versuch das mal, vielleicht kannst du irgendwas... Ich tue es mal in die Clean Laundry. Nein, das geht auch nicht. Kannst du nicht. Ah. Ich hab schon oft drauf geklickt. Oh, fuck. Hilfe. Na, du? Dirty Inmate Outfit. Ah! Ah ja, wer hat das gemacht? Okay, Guard Outfit, da bist du. Muss gleich wieder irgendwie aufnehmen. Ja, gucken wir gleich. Genau. Mensch, es ist. Oh fuck. Egal. Dann droppt das andere alles. Ja, mit rechtem Mausklick geht das tatsächlich. Ja. Da oben noch eins. Da können wir anders machen. Okay, wir müssen uns beeilen. Due to your sheer incompetence and ability to reach the corners, we've taken away your laundry job. Oh man. Okay, wir können reapplyen. Bei Mr. Butterfly. Also man sieht, wir müssen einen guten Job machen, sonst haben wir ja echt Probleme. Okay, keine Sorge. Ja, folgen wir am besten mal dem Pfeil, ne? Sonst kriegen wir wieder mehr Probleme. Ich muss mich ja umschauen. Wir wollen ja. Oh fuck. Wir wollen deswegen. Ja fliehen. Okay, warte mal, Raphael, warte, ja. For a tub of bleach. Aha. Okay, probieren wir uns. Mick. Okay, Jackson, wir müssen Jackson hauen. Warte mal, wo ist hauen, Jackson? Ja. Wo ist Jackson? Jackson. Das Bruce, der hat noch was. Da. Aber jetzt sowieso nicht. Ja, jetzt noch nicht. Aber komm, wir folgen dem jetzt. Folgen dem, genau. La la la. Hey, da. Jackson. Schlagen mit Leertaste. Leertaste ist. Oh oh. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh fuck. Okay. Ja, sollte man dann wirklich machen, wenn es keiner sieht. Infirmary. Okay. Ah, okay, jetzt sind wir. Okay, das nächste Mal erwischen wir ihn. Guck mal, da blinkt was. Crafting Note, da gehen wir mal hin. Crafting? Ja, da können wir bestimmt was bauen. Wie kommen wir da rein? Einfach mal hingehen. Brauchen wir den Schlüssel oder? Nee, weiter runter. Da. Naja, das ist ja. Weiter rechts. Wie, was? Schon weiter rechts. Und da. Vielleicht kommen wir da rein. Ja, siehst du? Ja, wie sollen wir da dann durch? Ah, das ist ja so ein Luftschacht. Auf die Toilette steigen. Ah. Das ist eigentlich gar nicht. Nee, geht nicht. Warte. Kann man sich selber aus dem Gefängnis flaschen? Wahrscheinlich nicht. Okay, weiß wir brauchen nicht. Einen Schlüssel. Okay, warte, das ich weiß ist aber das nicht Jackson. Nee, das Crack. Ist Crack, das ist Crack. Kennst du die Leute hier noch nicht? Crack. Da, das müsste er sein. Das ist mein Dude. Auch nicht. Das Crack. Ist, das ist der gleiche die sehen ja alle Crack. Gleich aus. Das ist Raphael. Das ist Pierre. Okay, wir müssen mal irgendwelche mit Symbolen ansprechen. Außer mit den Ausrufezeichen. Wir haben egal, wir haben jetzt Free Period. Warte mal, guck mal. Eigentlich könnten wir mal trainieren gehen. Ach, schade, jetzt müssen wir wieder wohin. Oh, fuck, was war das? Dinner, okay. Dinner, schon wieder? Ja, wir kriegen ziemlich viel zu essen hier. Ja, das ist auch super. Hey. Mhm. Get your fucking tray. Komm, wir setzen uns hier in die Ecke. Genau. Wie ich das gehört für so einen alten Bastard wie mich. Guck mal, der Idiot. Hey, Markus, ist besetzt. Ja. Super. Markus! Causes food? Yes, I do. Okay, wir gucken mal im Journal. Jetzt hast du die Quests abgelehnt. Wir lernen die alle ablehnen, weil wir haben das noch nicht hingekriegt. Was wir als erstes machen wollen ist, wir wollen erstmal den Job hinkriegen, oder? Ja, würde ich auch mal sagen.
Wenn wir überhaupt noch einen bekommen. Da kriegen wir nämlich bestimmt auch so ein klein bisschen Dollar rein. Ja. Wird mir ganz schlecht bezahlt für oder so. Okay. Exercise Period. Ah. Wir dürfen trainieren. Awesome. Workout. Oh. Ah, QE. Yeah, komm. Strength plus. Komm, das One. Sind nur 3. Schaffst aber mehr. Da kommt der Jackson. Ja, aber dann ist das zu laut eigentlich. Ja, egal. Egal. Also wir entschuldigen uns, falls jetzt die Tastatur zu hören ist, aber wir hämmern hier gerade richtig drauf. Ja, hämmern richtig drauf. Wir machen hier so richtig. 10. Ich schwitze jetzt persönlich auch, allein von dem Tastendrücken. Ja, genau. Das ist genauso anstrengend. Naja, nicht ganz, aber. Okay, Strength plus one. Nice. Oh, sehr nice. Da können wir gleich den Typen erledigen. Okay, was haben wir da oben eigentlich für komische Bars? Wir haben 9 Dollar. Wir haben 9 Dollar? Wir haben 17 Leben. Das ist anderes. Ah, duschen? Haha. Na super. Yeah. Hey, baby. Officer Benjamin, du hast dir das einfach fallen lassen. Nein, das nicht. Das dritte ist cool, wahrscheinlich. Samuel. It's all warte. Cracking off the next thing. Warte, ey, Ruhe, ich bin gerade am Reden. Was ist denn? Ja, ich will die Leiste oben erklären oder vermuten. Also wir haben Geld, wir haben Leben, das dritte ist wahrscheinlich, warte, was stand da? Guard Heat. So heißt also, die sind, ob die auf deiner Spur sind oder nicht. Genau, und das letzte wird wahrscheinlich, wenn das voll ist, dann haben wir keine Energie mehr, um irgendwas zu machen. Ah, dammit, warte mal. Okay, wir haben jetzt schon was angenommen. Ja. A Tube of Superglue. Das können wir machen. Willst du nicht duschen? Nein, denn jetzt, wo die anderen duschen. Move along mit ihr, ja, okay, alles klar. 9%. Kann ich... Guck mal hier, dann kann ich in den Desk knacken. Ey, die suchen uns. Ah, Evening Free Time. Okay, wir haben jetzt... Achso, du suchst. Ich will es hoffen. Ah. Achso, ja doch, ja, das bin ich. Weil wir hatten nämlich auch ein bisschen Kreativ, wie sie siehst du das? Was haben wir bekommen? Comb, Tube of Toothpaste, of Toilet Paper, Soap. Magazine, ja. Alter, ja. Ein Magazine. Das hat nicht jeder, wette ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Brutes, was hast du? Plastic Spoon, dann könnte man. Mal gebrauchen. Können wir gebrauchen. Book ist auch schon mal gut. Aber doch nicht beide. Ja, wir haben ja bestimmt auch ein Desk. Ja, das. Siehst du da? Ah, da können wir vielleicht Sachen einlagern. Oh, vielleicht haben wir da so ein Crafting-Ding. Das kann sein. Ja, wir suchen jetzt nach Superglue. Also Seife im Gefängnis ist immer so eine Sache, ne? Ja. Tube of Superglue. Was ist das? Messer? Plastic Knife. Oh, das ist gut. Oh, fucking hell. Geh mal an unseren Tisch, vielleicht können wir da was einlagern oder so. Ja, tatsächlich. Okay, cool. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil die kommen bestimmt hier rein und durchsuchen das. Also dann müssen wir das schnell wegtun. Bücher dürfen wir haben, nehme ich an. Plastic Spoon auch, Magazine auch. Das könnte problematisch werden. Weil da stand unten gerade, dass die Wachen auch mal den Schreibtisch durchsuchen könnten. Und falls sie da was finden... Was wir nicht haben sollten, oder du? Ja, deswegen machen wir dann hier so einen Flush. Genau. Flush, ja, genau, gute Idee. Aber ich werde es jetzt erstmal mit mir haben. Mhm. Könnte natürlich auch sein, dass andere Insassen dann ihre Sachen vermissen und sich da mal umgucken, ne? Aber sollen die ruhig ankommen? Ich habe das Plastikmesser von denen jetzt. Das Plastikmesser. Ja, und? Wow. Wie du siehst, ist das mehr als die haben. Ja, gut. Okay, was können wir machen? Wir haben schon 8:30. Warte mal, Journal. Distraction for Samuel at dinner. Aha. Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden angreife, wäre das eine Distraction oder nicht? Wahrscheinlich. Achso, genau. Wir müssen die Guards distracten. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie 100% oder hier bei den komischen Guard-Heat haben. Ja, das kann sein. Moment. Okay, guck mal. Strength haben wir 33 von 100. Schon ziemlich viel. Ja. Speed und Initiative. Intellect, achso. Intellect, nicht Initiative. Ja. Bücherei. Ah, da können wir bestimmt nichts machen. Ich möchte... Achso, doch, komm, hier, Reading. Reading, ja. Intelligence plus... One. Und was bringt die uns? Intelligence plus... Ah, der hatte so ein Ding in meinem Kopf. Logan. Okay, warte mal. Ich möchte erstmal den Matthew finden. Superglue. Weil das haben wir Superkleber. Ja. Superkleber. Das haben wir. Haben wir ja, stimmt. Das ist der Lee... Logan, S, aha. Matthew, ah. Hey, Matthew. Mach mal S. Ja, tu ich ja, wenn ich laufe. Achso, ja, stimmt. Versuch dir nochmal irgendwie anzusprechen. Seltsam. Irgendwie. Ja,
was will denn der? Will er nicht seinen Superkleber? Sorry, bro, no. Not a good time. Okay, ja gut. Jackson. Look the other way, the fancy laying a beatdown on him. On Officer Wyatt. Sollen wir das machen? Natürlich. Kriegen wir $20? $20, super. Wir sind jetzt etwas stärker und wir haben ein Messer. Ein Messer? Ja, okay, das machen wir. Ich weiß immer noch nicht, was man mit dem Geld anfangen soll. Officer Wyatt. Hey. Wow, fuck. Okay, greif an. Nein, nicht. Ah, stopp. Wie, hey, wir haben noch gar nicht... Alter Schwede, wir sind schnell kaputt. Wir haben gar nicht angefangen. Okay, wir bleiben jetzt immer hier drin liegen. Echt? Also den Jackson, den müssen wir irgendwie erledigen. Roll Call. Okay, das ist schlecht. Aber komm, wir haben unsere Plastikknife. Ja, super. Ich weiß gar nicht, ob das was gebracht hat. Ob wir das überhaupt benutzt haben. Geh mal raus. Also, vielleicht kann man mit dem Geld irgendwie Officer bestechen oder so. Sprich mal einen mit so einem Sack über dem Kopf an. Da, den. Cool, sorry, Pistol, bro. Ja, super. Just do my thing. Aha. Ja, mit Jackson dich. Haben wir uns natürlich jetzt verkackt, ne? Naja, der kriegt noch sein Fett weg. Aha. Maybe. Oder okay. No. No! Ich bin ja auch nicht jedermanns Bimbo hier. Okay, wir müssen pennen gehen. Morgen ist ein neuer Tag. Ja, morgen ist ein neuer Tag. Ach so, willst du jetzt was lesen, ja? Genau, lesen wollte ich. Naja. So. Lights out. Morning. Jackson. Hey, Jackie Boy. Kiss off. Aha. Okay. Das kriegt er noch. Den hauen wir noch weg. Hat nicht ganz geklappt. Hat nicht ganz geklappt. Wow. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Ah, so gibst du den Leuten was, oder was? Ja. Matthew, Samuel, ne? War das, ne? Nee, Matthew. Okay, Markus muss ich auch kaputt hauen. Können wir machen, können wir. Wir suchen den Matthew, glaube ich. Guck doch nochmal im Journal. Da. Da. Hey, Matthew. Not now. Okay, wir werden ja gerade angesprochen. Was sagen sie? Oh, da ist Officer White auch. Oh, die sind stark. Oh mein Gott. Ey, guck mal, da kann man es sehen. Warte mal, was heißt das? Opinion. Ah, Opinion of me. Ja, ja, Meinung, ne? Ja, deswegen, die hassen mich noch nicht. Die denken so, okay, weißt du, das ist so ein ganz normaler Typ. Ah, das ist so ein Typ, der ist okay, ne? Die denken einfach, ja gut, okay, binden sind wir nicht, aber... Wir sind ja im Gefängnis, wir sind noch nicht besser als die anderen. Nee, nicht schlechter. Nicht. Guck mal, ey, ich sehe da oben links gerade, dass die Tür offen. Und da könnten wir auf den Tisch gehen und... Ja, jetzt nicht. Okay. Wann ist die offen? Jetzt. Ist doch grün. Kommst du nicht rein? Nee. Ah, Mist. Wie kommt man denn rein? Wir müssen das irgendwie rausfinden. Ja. Vielleicht durch Intelligenz. Das kann sein. Ah. Alles gut. Okay, wo ist unser Freund Matthew? Da. Matthew? Got something for you. Cool story, bro, sagt er. Wie? Ah, fuck. Jackson. Okay, hau ihn nicht. Jetzt hau ihn. Hau ihn weg. Ah, wenn der Polizist weg ist. Ja, ach so. Wir dürfen uns schlagen lassen. Aber wenn wir uns wehren, dann werden wir angegriffen. Ha, komm nicht durch. Oh, komm doch durch. Kommt doch her, ihr Schweine. Oh Gott, das ist Officer Benjamin. Hey, Officer. Oh, zum Glück. Crack. Aber warum wollte er Matthew sein? Super Glue nicht. Ich weiß es nicht. Lass uns mal gucken. Du bist Super Glue für Matthew. Versuch's nochmal. War doch alles korrekt soweit. Ja, eigentlich. Oder schon. Vielleicht muss ich das bei dem. Ah, ja, ja. In den ja. Desk reintun. Ja, mach mal. Versuche ich das mal. Move away, Smitty. Oh. Ah. Ey! Ah. Da musst du es doch nicht direkt schlagen. Lass mich in Frieden, Officer Chris. Ich will mal einen Anwalt sehen. Yes, Sir, Officer Chris. Was ist das denn für ein Gefängnis? Officer Chris, geh mal bitte weg. Lass mich doch in Frieden. Ja, die sind halt ein bisschen stärker, leider, ne? Die sind fies und gemein. Guck mal, wir haben. Oh ja. 47. Ja, wir müssen mehr trainieren, dann hauen wir die alle weg.
Nee, das Guard Heat. Also wir sind gesucht. Sag mal. Der ist aber hart. Ah. Ja, egal. Der Bastard. Okay, 14. 14. Ja. So. Okay, das ist rot. Das ist. Ah, das ist wahrscheinlich die Stärke von Schlössern oder so. Kann sein. Versuch nochmal, das jetzt in den Tisch von dem zu legen. Wir müssen irgendwie mal was craften können. Ja, dafür brauchen wir ja so eine Crafting-Note wahrscheinlich. Ja. Wo war der? War da nicht eins drunter? Stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, im Gefängnis sieht immer alles gleich aus. Ja, jetzt kommt doch keiner. Oh oh. Okay. Plunger. Sock. Eine Socke, ne? Fantastisch. Yes, yes, alright, Officer. Müssen wir hin? Alright, Officer. Ah. Set of ladies. Guck mal, ich stell mich einfach hier hin. Ich gehe zu den Bossen. Okay. Alles klar. Okay. Free time. Warte, lass mich ganz kurz gucken bei den Controls, vielleicht haben wir was übersehen. Ja. Toggle Tag. To converse, target, use, pick, drop, open profiles. To use tuning. Okay. Haben wir nichts übersehen? Nee, haben wir nicht. Ah, okay, also wir müssen irgendwie den Gefängnisalltag überstehen und Quests erledigen, aber die sind nicht so leicht. Vor allem weiß ich gar nicht, wie man den Leuten, wie man das abgibt. Wohl, warte mal, haben wir das jetzt abgegeben? Nee. Vielleicht müssen wir mal mit dem reden nochmal. Oder vielleicht am nächsten Tag, wenn er reingeguckt hat. Ja, morgen sagt er uns, brauchst nichts mehr, ich geb dir kein Geld. Ich habe sowieso eins gefunden in meinem eigenen Desk oder so. Ja, lag da einfach so drin. Ja. Fuck you. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Wir versuchen es einfach nochmal. Irgendwie muss In der nächsten Runde machst du das mal, weil ich weiß es nicht. Ja. Ey, okay, jetzt hau ihn weg. Hau ihn weg. Attacke. Warum greifst du nicht an? Okay, der Blatt. Was war das denn? Ey, der ist viel stärker als ich. Ja, du hast ihn ja kaum gehauen. Ja, ich hätte aus Versehen vergessen. Ich habe vergessen, ihn zu hauen. Und das ist er nicht. Ja, das war perfekter. Hätten wir locker erledigen können. Egal, nächstes Mal. Wir finden den jetzt wieder. Wir finden den jetzt und dann hauen wir ihn weg. Weil er findet uns ja auch immer. Wie heißt er nochmal? Jackson. Jackson. Du musst doch wissen, wie unser Erzfeind heißt. Nee, das ist ja kein Erzfeind, der ist eigentlich eine Lusche. Der hat immer nur Glück, dass die Guards ihm helfen. Statt uns. Ich glaube, das war der eben. Nee. Das ist der Logan. Oh, guck mal, was ist denn hier? Power Generator. Das könnte nützlich sein. Ja, aber erst später, ganz, ganz spät. Ja, Dinner. Hey, Officer Nick. Officer Nick? Schleimer. Vielleicht sollten wir einfach mal nicht zum Essen gehen, ne? Besser muss den Jackson suchen. Dirty Mate. Okay, guck mal, da komme ich rein. Warte mal, wenn wir einen guten Job machen, kommen wir vielleicht in die Küche rein und so, weißt du? Ja, dann könnten wir uns so eine. Dann kriegen wir vielleicht Clearance für Orangenschlösser. Also ähnlich. Ja, ja, okay, auf so. Schade, ich wollte mich eigentlich neben Jackson setzen. Da rot. Aber jetzt haben wir Workout. Gut, dann können wir den nochmal ein bisschen. Können wir nochmal ein bisschen trainieren, damit der Jackson wirklich wünscht, er wäre nie geboren worden. Push it. Ich würde sagen, nach dem Push it machen wir mal einen Break, weil dann sind wir bei ungefähr 25 Minuten. Ja. Rohr. Na, gucken wir mal, ob wir am Tag 2 nicht im Gefängnis die Top Dogs sind. Und das ist, ja, was ist denn so deine Meinung zum Spiel? Ja, bis jetzt haben wir noch nicht viel gesehen. Nee, bisher haben wir noch nicht viel gesehen, aber ich finde, es macht schon Spaß. Bevor ich mir eine Meinung bilde, möchte ich erstmal mal das Crafting sehen und gucken. Ich möchte einmal so einen richtigen Versuch starten, mal auszubrechen. Gehen wir mal auf Speichern, würde ich sagen. Das ist Load Game. Load Game? Achso, speichert er automatisch oder was? I don't know. Ja, wahrscheinlich, ne? Ich will es hoffen. Ja.
Oder es kann natürlich auch sein, dass das niemals gespeichert wird. Dass es immer nur so ein Run-Through ist. Das kann natürlich sein. Fände ich jetzt auch nicht so scheiße. Nö. Weil dann kann man eben so Fehler machen und denkt man so, okay, weißt du, muss ich irgendwie... Ja, beim nächsten Mal ist es besser, genau. Okay. Ja, wäre jetzt auch nicht schlimm, nächstes Mal fangen wir dann einfach einen neuen an. To last wake up. Ah, okay, ja. Du kannst immer nur den... Ja, soll man den Tag noch zu Ende machen dann? Ja, klar. Weil sonst müssen wir den halben Tag neu spielen, das wäre auch... Ja, dann machen wir den Schaublock. Genau. Hey, Officer. You can... Was hat der gesagt? Call me the King? Ja, okay, King. Ich glaub nicht. Komm, dusch mal. Stell dich mal eine Dusche. Oh, zu spät. Ich möchte eigentlich du immer stinkst nur... wieder mal. Ja, aber das macht ja nichts. Haha. Ja. So, jetzt gib ihm den Rest, komm. Jetzt gebe ich dem mit dem Messer noch. Oh, ich klau dem. Oh, ich klau dem alles. Guck mal, jetzt ist er einfach nur nackt auf dem Boden und. Da, was hat er noch? Alles. Nimm alles von ihm. Losche. Hey, du Piece of Shit, du. Okay, hau ihn nochmal. Du musst ihn ja besiegen. Oh, guck mal, ich bin schon wieder tot. Wow. Die sind alle stärker als wir. Warte mal, ich möchte mal gucken, wie stark die alle sind. Ja, guck mal, die sind deutlich stärker als wir. Ja gut, das bringt dann natürlich noch nichts. Weißt du, also die nächsten Tage müssen wir erst nochmal richtig pumpen, ne? Richtig pumpen. Bevor wir da mal mithalten. Und am besten machen wir jetzt eine gute Führung, damit wir wieder, ne, mehr Freiheiten bekommen. Genau. Ich kriege sogar den Schlüssel für den Ausgang, aber das glaube ich wahrscheinlich nicht. Wer weiß, vielleicht werden wir auch einfach nur. Ich denke. Als Prison Guard. Ah, warte mal. Ist es Jobboard? Metal Shop. Ja, cool. Nehmen wir an, ne? Need at least 7. Okay, dann. Ah. Okay. Ah, ja, okay. Was brauchen wir denn? Laundry dafür? Logan. Geh mal drauf. Ja, da ist jetzt schon einer drin. Ja, gut, okay. Der Logan. Ach so, ja, okay. Okay, den Metal Shop. Guck mal, no vacancies. Indem wir jetzt den Logan sagen, ey, fuck you, und wir hauen den die ganze Zeit, damit der seinen Job nicht machen kann, ja. Dann können wir seinen Job kriegen. Ja, cool. Also am besten wenn wir jetzt einfach mal lesen, so ein bisschen Intelligence erhöhen, dann können wir nämlich sonst auch in den anderen, weil ich denke, Metall ist ja auch nicht gerade verkehrt, ne? Vielleicht können wir uns dann sogar eine Waffe bauen. Genau, Metall kann man sich eine schöne Waffe bauen, aber ich müsste da erstmal, okay, Plastic Knife ist vielleicht keine Waffe, weißt du? Aber ich hätte es doch gehofft und ich weiß immer noch nicht, wie man die wirklich einsetzt. Nee. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal readen. Oh doch, warte mal. Aha. Ja, egal, read mal weiter und dann können wir gleich mal gucken, wie unser Status ist. So, ja, wir werden noch deutlich mehr brauchen als das hier. Ja, locker. Aber so langsam findet man in das Spiel rein, ne? Ja, es ist nicht schlecht. Das ist echt ganz witzig. Aber wenn man mit Gefängnis was machen möchte, dann würde ich eher empfehlen, Prison Architect zu spielen. Okay. Das ist auch, glaube ich, noch... es ist noch nicht fertig, das ist auch, glaube ich, in Alpha oder so. Aber da baut man halt sein eigenes Gefängnis und macht eben so Super Tycoon-mäßig sein eigenes Gefängnis. Oh, ist auch nicht schlecht. Und das ist in der ähnlichen Grafik. Ja. Und das ist eigentlich richtig geil. Das macht aber schon richtig Spaß. Aber das ist ja schon was anderes. Hier willst du ja ausbrechen. Hier ist eben die Gegenseite und ich habe das noch nicht wirklich richtig gesehen alles, aber ich hoffe, es wird okay. Wir sehen es in der nächsten Folge, werden wir vielleicht mal ein Urteil fällen. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Get in line, Morons. Ja, ja. Komm, zum Abschluss packen wir uns gleich noch den Jackson, oder? Jed und Samuel, da werden jetzt die Zellen durchsucht. Also... Ja. Okay. Muss der Bastard? Da. Okay. Wir müssen unser Bett hier. Dammit! Naja, gut. Dann gehen wir schlafen. Und dann können wir den Tag. Ich bin in meinem Bett aufgewachsen, weil es die Guards nicht mitgekriegt haben. Gut, ne? Ja. Safe Game. Ah, okay. Game is saved. Gut, Game is saved. Und ja. Und unser Plastic Knife ist gebrochen. Oh. Schade. Traurig. Kriegen wir aber nice. So ist das halt. Kriegen wir nice. Ja. Dann einen schönen Tag noch. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.